So, und da wären wir auch schon wieder mit einer neuen Aufnahme. Schon wieder ein bisschen was her, der Livestream ist vorbei und der nächste steht auch schon an. Das Ankündigungsvideo habe ich gerade hochgekloppt. Und ja, mal gucken, wo waren wir denn stehen geblieben bei dem ganzen Lehmbacken. Und ja, ich habe mir gedacht, also ich sag mal so, Lehm ist ja immer noch eine sehr widerspenstige Ressource. Das heißt, aus 4 64er Blöcken Lehmstack, oder 4 64er Stacks von Lehm kriegt man gerade mal ein 64er Stack von Bricks. Das ist verdammt wenig, also man verbraucht sehr viele Ressourcen dafür. Und wie gesagt, ich würde mal sagen, also das Häuschen da unten, falls ich es schon gesagt habe, werde ich nicht komplett aus Bricks machen, sondern ich werde es etwas mixen mit Cobblestones zwischendrin, dass das hoffentlich einigermaßen noch gut aussieht, je nachdem, wie viel ich zusammenbekomme. Und ja, den Lehm tue ich doch allerdings nochmal raus, hier ganz einfach aus dem Grund, da ich etwas ein bisschen switchen möchte, ein bisschen Abwechslung reinbringen möchte und auch die Aufnahme wieder nicht so lange machen möchte und dabei nebenbei etwas Holzfarmen tue, denn Holz werden wir auch noch jede Menge brauchen. Und jetzt sind wir gerade schon mal hier in einem Wald gespawnt und da wo wir erstmal richtig wüten können ohne Ende. Und naja, schauen wir mal, was da so alles zu finden gibt. Äxte habe ich hier, Iron Axe, schick die. Ja, die reicht erstmal, würde ich sagen. Also die einen nehme ich mit. Dann das Brot und Raw Beef, also Frühstück hier zum Knasten, also Essen müsste ich schon mal noch nebenbei ein bisschen besorgen. Weiß nicht, so lange wird es vielleicht auch nicht reichen, auch wenn das mit dem Stack ganz gut gelöst ist. Das Rotten Flesh, okay, das kann man eigentlich äußern, aber ich lasse es mal. Jo, ich düst dann gerade mal los. Habe ich irgendwas vergessen? Bogen, Pfeile, Schwert, Gewandschwert, Switchman. Nee, passt alles. Nee, Schaufel ist bald am Abkratzen. Obwohl, nee, die brauche ich jetzt eh nicht. Ich brauche ja erstmal die Axt. Und ja, der Creeper ist weg, weil ich ja wieder in der Showwelt war und Livestream gemacht habe und alles auf Peaceful war. Und deshalb, naja. Gut, wie gesagt, die Holzfällerhütte, die möchte ich auf jeden Fall noch bauen. Jedenfalls ging es erstmal darum, dass wir hier ein bisschen was abhacken. Natürlich, für jeden gehackten Baum setzen wir wieder einen neuen, so ist es ja nicht. Und da kommt man gar nicht dran so weit oben. Oder geht das, wenn ich mich hier drauf stelle immer? Kommt man da ganz oben dran? Ne, kommt nicht dran. Muss man ein bisschen hier hochstecken. Okay, die Tannen sind ein bisschen anstrengend zum Abfahren, aber naja, was soll's. Oh, so wie es aussieht, brauche ich noch eine Schaufel, mal sehen, wie lang es hält. Naja, also ich warte ein bisschen, bis die Teile drunter kommen und ich mache so. Hier dahin. Da, und für jeden gehackten Baum stelle ich wieder einen neuen hin. Damit das einfach nicht zu dicht wird und aber auch nicht zu licht, wenn man das... Da kommst du nie im Leben dran. Ein Schwein! Das hole ich mir gerade mal. Weil ich bin jetzt hobbymäßig Beef-Sammler und es leckt. Warum? Ich habe keine Prozesse offen. Keine Prozesse laufen. Außer irgendwas bei mir gerade wieder einlaufen. Ein bisschen verarschen. Sekunde, irgendwas? Nee. Taskmanager sagt, das ist alles in Ordnung, aber die CPU ist auf 100%, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß es nicht immer, damit ich aufnehmen will. Das weiß ich... Ah, nee. Ah, aha. Ich habe den Widerling nicht scannen. MacAffe macht wieder rum. MacAffe. Und das ist nervig. So, ich hoffe mal, das sollte jetzt gleich wieder entfernt werden. Und jetzt Schwein. So, gut, das passt. Dann, komme ich da dran? Ich hoffe es mal. Kurz testen. Ich hoffe es mal. Ich gehe mal kurz hoch. Jo, wie gesagt, dann sollten wir ein bisschen Holz hacken, ein bisschen farmen und ich überlege mir schon mal eine gute Location für die Holzfällerhütte. Oh, den kann ich gleich übrigens wieder setzen, wenn da einer kommt. Das tue ich mal weg. Okay, zweimal Nahrung ist auch ausgewählt, ist auch ein bisschen doof. Bumm, der kommt dahin. Und dann suche ich mal den nächstes Opfer. Obwohl, ja, ich habe ja jetzt unten Zaplings auf Vorrat. Das heißt, eigentlich könnte ich da oben wieder einen setzen. Also ich mache es, dass ich nicht vergesse. Der Wald soll nicht zu dicht werden. Weg, ansetzen, passt. Ach ja, genau, was mich interessieren würde, ist, was eigentlich hinter diesem Waldbiom ist. Das würde mich auch interessieren. Also da ist ja Wüste, da ist Sumpf. Und was dahinter? Ja, sehen wir dann. Ach, na, Tannen sind schwer zum Farmen. Ja, ich weiß. Oder mir fällt es gerade ein, dass sie schwer zum Farmen sind, sagen wir so. Das kommt weg. Nun ja, was soll ich so erzählen? Genau, zum Thema Livestream. Der nächste ist ja bald wieder im Anmarsch. Und was machen wir denn da? Ach, was denn? Ich pflanze jetzt doch nicht immer einen neuen. Was soll's? Schließlich soll ja ein Holzfällerhaus hin und dann, ich sag auch so, nicht jeder Förster pflanzt jeden gehackten Baum neuen. Naja, wegen Livestream, genau, es hat sich einiges geändert. Das Ganze wird nur noch in 240 Pixel gemacht, dafür aber folgendes. Es wird auf... Endermans, ich hasse sie. Das, genau, das kommt als nächstes Thema, die Endermans. Die Endermans kommen als nächstes Thema. Das ist nämlich ein übelstes, oder total die Katastrophe, dass das überhaupt eingeführt wurde, aber was soll's. Nochmal zum Livestream, 240 Pixel, wie gesagt, bisschen geändert. Macht aber auch nichts, denn ihr könnt anstatt mitmachen, mitmachen, ich verwechselt schon alles, anstatt mit zuschauen, mitmachen auf dem Server,
bitte halt wieder bei 3 Play dann in dem Fall sein und ja, je nachdem, doch, das LP müsste morgen rauskommen. Ja, das ist noch vor dem. Ich habe schon ein Ankündigungsvideo hochgeladen, obwohl, ich weiß nicht, ist es sinnvoll, wenn ich jetzt alles nochmal erzähle, glaube nicht. Ich kann nur darauf hinweisen, wer das noch nicht gesehen hat, das Ankündigungsvideo, ich könnte es nur empfehlen. Auf meinem Kanal findet ihr das Ankündigungsvideo zum Livestream am Wochenende. Und ja, das zeichne ich dann auf, wird aber auf dem Zweitkanal hochgeladen und ja. Damit das nicht so unbedingt die Abo-Box zuspammt, wie es jetzt in dem Fall war. Es waren schließlich 11 Parts. Und da hätte ich mich eigentlich auch wieder aufregen können. Obwohl, na okay, wie gesagt, ich kriege da nicht so schnell zu Weißglut, aber in diesem Fall war es ein bisschen böse. Denn ich habe es zweimal probiert, das 2 Stunden und 43 Minuten Video hochzuladen vom Livestream. Und was macht YouTube dann? Aus den 2 Stunden und 43 Minuten wird dann mal ganz schnell ein 15 Minuten Video hingeklatscht, gell? Also die ersten 15 Minuten sind drauf, aber der Rest ist abgeschnitten. Aus welchem Grund auch immer, na toll. War natürlich ein bisschen doof dann in dem Fall. Also habe ich Folgendes gemacht, noch ein zweites Mal hochgeladen. Passiert genau das gleiche und daher, Schaufel weg. Und daher, ganz einfach Parts machen und dann hochladen. Aber die nächsten werden auch in Parts gesplittet, aber es wird alles auf dem Zweitkanal hochkommen, denn dafür ist er ja da. Wozu habe ich denn einen Zweitkanal? Da kann ich das Ganze auch hochladen. So, den müsste ich übrigens mal freischalten, dass ich Videos hochladen kann, die länger als 15 Minuten sind, weil so wie es im Moment gerade aussieht, ist immer noch die 5-Minuten-Grenze. Ich hatte mal ein Let's Show hochgeladen. Ja, ich habe 5 Stunden dran gesessen in dem Let's Show. Und als es hochgeladen wurde, ist mir eingefallen, oh, da kann ich ja noch gar keine Videos hochladen, die länger als 15 Minuten sind. Ja, und das war schon ein bisschen doof dann in dem Fall. Und ja, apropos freischalten. Gronkh ist doch jetzt auch freigeschaltet mit seinem Account. Kann er nicht sein Let's Show mal hochladen? Wäre mal interessant. Es laggt. Okay, ich möchte mal gerade einen Test machen, nämlich ich teste gerade, ob das am Texturenpack liegt, weil woanders kann es gar nicht dran liegen. Ich habe sonst hier nichts eigentlich offen. Nochmal ganz kurz Task Manager gucken, irgendwas. Nee, nix. Ich probiere es gerade nach Standard-Texturenpack, das wird auch gleich wieder geändert. Jedenfalls nur so nebenbei gerade mal testen. Achtung, Texture-Pack-Test. Und jetzt ist es wieder flüssig, ne? Aus welchem Grund? Okay, jetzt habe ich natürlich wieder die Orientierung verloren. Verdammt, ohne Witz, ich bin jetzt irgendwo im Wald gelatscht. Ich glaube, ich bin aus der Richtung gekommen. Da eier ich gerade mal hin, guck nach, es wird mich gerade schon wieder dunkel. Ich muss mich ganz kurz mal ziehen. Oder? Nein! Fail? Falsch. Andere Richtung. Ich ziehe mich gerade mal. Das war jetzt ein bisschen doof eigentlich. Mitten im Quasseln und ich kenne mich in dem Gebiet noch nicht so gut aus. Ganz kurz gucken. Ich glaube, der Sonnenuntergang da in die Richtung. Ich glaube, in Richtung des Sonnenuntergangs war ich. Neu? Was habe ich jetzt gemacht? Da geht's doch in die Richtung. Hä? Okay, ich habe mich jetzt irgendwie selbst verirrt. Ich glaube irgendwo hier so, da, dem Bereich. So. Höhle. Okay, das kann ich mir merken. Habe ich eine Fackel dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Es ist dunkel. Bin ich doof oder was? Die Richtung. Ja, das ist ein ziemlicher Fail, wenn man sich irgendwie selbst verlatscht. Der Mond geht schon auf. Verdammt. Was ist hier? Höhle? Nee, keine Höhle. Sieht aus wie ein Krater vom Creeper, aber dann soll's. Wenn nicht, ich kann ja einmal rundherum das Waldgebiet latschen, dann werde ich irgendwann ankommen, da wo ich aufgehört hatte. Obwohl, das hier sieht irgendwie positiv aus, oder? Ja. Stiftung Warentest sagt gut oder eher auch nicht, je nachdem, ob jetzt Mobs kommen. Ich hab doch auch. Easy, ja, Mobs sind an. Die müssten gleich kommen, ne? Aber Mobs spawnen ja zum Glück nicht in einem Radius von 25 Feldern um sie rum. Das heißt, näher als 25 Felder spawnt nichts. Also nur mal, also man kann sie natürlich nähern, dann kommen sie da, da unten sind sie schon. Och nö. Okay, ja, der Krater, der sagt mir was, der sagt mir was. Der Krater sagt mir was, ist schon mal vorteilhaft. Irgendwo muss es doch jetzt lang gehen, ja, den Creeper sich auf. Nee. Mach's jetzt nicht zu Schwumm. Genauso wie du da. Okay, ganz knapp davor. Zum Glück braucht man Diamant später nur 2 Schläge, sonst. Mir reicht's. Lauf. Lauf. Da ist doch schon wieder Wüste. Das ist nochmal was. Eine Spinne. Na toll. Ich gehe mal da runter. Ich glaube, hier ist auch. Ich habe immer noch kein Signal. Was heißt Signal? Immer noch keine Markierung am Haus hochgezogen, das müsste ich langsam mal nachholen. Also am Steinhaus. Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Enderman. Und Skeletto da unten. Komm mal her, Achtung, ganz kurz. 2 Schläge, yay, passt schon. Wow, Creeper. Da, Creeper. Ha. Diamantschwert, Rules. Wollte ich schon mal so sagen, ne? Also,
Ich stehe voll auf Diamantschwerter. Und natürlich Creeper am Hauseingang. Ja, das kennen wir, ne? Creeper am Hauseingang. Das haben wir gern. Abreißfirma, C.Creeper. Zwei auf einmal? Nee. Ja, also klappt doch. Klappt doch. So viele. Schon wieder einer. Ich werde verfolgt von Creepern. Irgendwo habe ich auszusehen eine Creeper-Lockspur reingetreten, sodass alles immer auf mich geht. Ja, komischerweise, jetzt geht's, ne? Ich weiß nicht, wie das sieht ganz. Nee, Quatsch, ich wechsle nochmal ganz kurz Texture Pack. Weil jetzt war die Frame jetzt so bei 20 etwa. 22. Da, genau, den Mix. MK Marble. Von Honeyball. So, und dann. Don. Let's play. Und jetzt kommt's, Achtung. Framerate bei 25, geht doch. Geht doch. Na nö, was ist denn jetzt los? Ja, was soll's, ich gehe mal ganz kurz pennen. Oh, meine Hungeranzeige, ah, die habe ich aus dem Auge verloren. Das ist eher ungünstig, da muss ich ein bisschen was dran ändern. Ach halt, mir ist was eingefallen zum Thema Essen. Mir ist was eingefallen, eben gerade. Und das werde ich jetzt unverzüglich umsetzen, ja. Und keine Ausreden gelten lassen, nämlich das brauche ich. Und wir haben doch Melonen gefunden und hier sind dann jedenfalls auch Melonen-Seeds. Genau, ach nee, genau, Melonen-Seeds haben wir gefunden in den Schächten. Und Melonen sind so eine geile Nahrungsquelle, deshalb ich möchte mir sofort ein Beet anlegen, egal was ist, ohne wenn, aber jetzt sofort ein Beet. Dazu bräuchte ich vielleicht noch einen Eimer, den ich natürlich hier noch nicht habe. Ich habe noch so viele Ressourcen in der alten Welt, die hole ich mir übrigens auch nochmal nach. Nur nebenbei, so ein Beet mache ich gerade mal hier ein Eimerchen. Und holen wir das Wasser und legen ein Beet an, selbst wenn es nur nicht sonderlich gut geschützt ist. Aber obwohl, das können wir gerade ändern. Da kann ich gerade ein bisschen Zaun craften und einen kleinen Garten anlegen. Völlig egal, wie der aussieht. So, Zaun, Zaun. Da, 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 da. Ein bisschen Zäunchen holen. Und da, und da, und dann, ja. So, 46 sollten reichen. Mal gucken, wie groß das wird. Obwohl, das wird ja immer größer, weil Melonen sind sehr, sehr schnelle Ressourcen. Verdammt, wie mache ich das am besten? Ich mache es irgendwo vorne bei den Sümpfen natürlich. Wahrscheinlich so Melonenbeeten der Wüste ist natürlich auch krass. Ein bisschen Erde muss mitnehmen, habe ich dabei. Zäune habe ich dabei. Da, wo das Haus eigentlich sein sollte, in dem Dreieck von Wüste, Sumpf und Wald. Ich denke mal, ich dachte, es wäre gekocht, wenn das raw ist und das gekocht. Sah gerade so aus. Nee, ist beides roh. Gunpowder habe ich noch beides dabei. Gunpowder. Brauchen wir nicht. Ich überlege gerade. Weil eigentlich der Garten wird immer dann erweitert. Ich mache mir so eine riesen Plantage raus. Mache ich es mit Zaun, ohne Zaun? Ich würde sagen mit Zaun. Apropos, was ich mal austesten wollte, wie machen wir nochmal diese, nee, das ist nett. Das nehme ich. Wie machen wir nochmal diese Gates in den Zaun? Ich bin gerade überlegen, wie man ganz gut was Stickies brauchen wir noch. So. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht, ohne Witz. Ich habe nicht nachgeschaut. Verdammt. Fail. Erstmal brauche ich natürlich, ich glaube, so einen Teil. Oh, ich bin es gewohnt von der Shift-Taste, dass bei Shift-Taste, wenn ich die gedrückt halte und dann, dass das alles ins Inventar reinfliegt. Okay, ich muss mich ändern. Ich mach's anders demnächst. So. Sowas? Nee. Nee. Folgendes, ich schaue das gerade mal nach. Bin mal ganz kurz Aufnahmestopp, ich schaue das nach, sonst fade ich hier nur rum und das wäre langweilig. Und ihr schlagt euch jetzt an den Kopf, am besten noch mit 10 Flaschen und denkt euch, oh, wie hohl ist der. Also bis gleich.